So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Viele von euch waren eben schon mit im Livestream, aber natürlich, einige mussten auch schon ins Bett gehen, dürfen vielleicht heute nicht rumgucken, was in Fortnite so passiert. Daher auch der Shop von mir. Ihr seht schon oben rechts, wir haben direkt zwei neue Skins. Aber bevor wir in den Shop reingehen, muss ich mal wieder Danke sagen, was natürlich sehr positiv ist, denn Taya 2020 ist hingegangen und hat seinen 1-Euro-Abonnent, also die Mitgliedschaft, quasi nochmal erhöht auf den seltenen Stand. Was bedeutet? Selten gleich 5-Euro-Support. Also Gruß geht da definitiv raus. Damit haben wir jetzt 15 gewöhnliche Mitglieder, einen ungewöhnlichen, einen seltenen und einen epischen. Gewöhnliche kostet 1 Euro, ungewöhnlich 2 Euro, selten 5 Euro und episch halt 10 Euro. Legendär haben wir noch gar keinen, aber legendär, sage ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendeiner mal auf die Idee kommt und will mir jeden Monat 25 Euro geben. Also das wäre dann schon in Anführungszeichen Nonplusultra, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, nochmal Dank an alle, die im Stream dabei waren. Wir haben ein bisschen einfach Team gespielt. Und noch ein bisschen Dash Run. Also Dash Run war schon interessant. Lässt sich eigentlich auch gut machen. Das Einzige, wir brauchen halt Maps, wo vier Leute nebeneinander herlaufen können. Eine Map haben wir jetzt gefunden. Also wenn da irgendeiner noch einen Code übrig hat oder einen kennt, wo man quasi nebeneinander wie so ein Death Run Rennen machen kann, wo man zu viert nebeneinander herläuft oder sogar mit mehr, noch mehr Leuten. Dann gerne mal unten in die Videobeschreibung den Code reinschreiben. Ich gucke mir das Ganze da mal an und vielleicht können wir da auch mal was zusammen machen. So, erstmal genug gequatscht, was das betrifft. Gehen wir direkt mal rein in den Itemshop und was sehen wir? Achtung, jetzt schwenkt es um. Genau, wir kriegen zwei neue Skins. Genau die Skins, die ich auch geleakt habe, beziehungsweise euch weitergegeben habe, was ich als Video gefunden habe. Aber ganz ehrlich, jeder Skin haut mich irgendwie nicht so um. Aber von hinten sieht er eigentlich recht nice aus. Und nein, nicht weil es nur eine Frau ist, sondern generell, der Skin sieht an sich schon okay aus. Aber da sage ich ganz ehrlich, auch die Farbzusammenstellung, da muss man halt drauf stehen. Ich würde einfach sagen, es ist nicht für jeden was, aber für den einen oder anderen bestimmt. Wie gesagt, Rückenast zwar passt natürlich 1 zu 1, auch wenn es ein bisschen untergeht, finde ich gerade, weil auf dem Skin fällt das Rückenast zwar noch nicht mal wirklich auf. So, dazu gibt es noch die Pickaxe, nämlich die Tigerkrallen, wieder Zweihandwaffe. Also auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Frosch im Hals, zu lange gestreamt. So, dann gehen wir direkt mal zum zweiten Skin. Hier erstmal das Erntewerkzeug. Ist okay. Ja, ist okay. So, dann haben wir hier den Flink. An sich, so gefällt der Skin mir. Ihr wisst ja noch, wo ich das Leak-Video gezeigt habe und das quasi kommentiert habe. Der Skin wäre bei einer engeren Auswahl neben diesem goldenen. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, von vorne noch nice, aber von hinten irgendwie nicht mehr so ganz mein Geschmack. Ich weiß auch nicht. Ich bin noch im Überlegen. Ich meine, er ist noch einen Tag drin. Aber da müssen wir halt einfach mal gucken. Rückenaccessoire, ja, passt schon. Aber ich mag halt nicht diese angeklebten Kugeln. Ich mag die einfach nicht. Es sieht einfach komisch aus. Als hätte ihm einfach eine Laterne auf den Rücken geklebt. Und so nach dem Motto: Lauf mal, guck mal, wie weit du kommst. So, dann gucken wir weiter. Die Pickaxe haben wir schon. Kurz nochmal den Ton. So, des Weiteren haben wir Wukong drin. Ist so ähnlich wie der beste Skin ever. Jeder kennt das Video von Monte. Den Skin habe ich leider auf meinem anderen Account, aber ich kann die Accounts halt leider nicht zusammenfügen. So, Rückenaccessoire passt natürlich wieder auch voll. Aber ich finde halt, der Skin ist irgendwie zu breit. Mein Sohn hat den nämlich auch und mir gefällt der persönlich nicht so. Vor allem ist er keine 2000 V-Bucks wert. So, dann kommt noch die Yungu Bang. Wie die reaktive Reaktion da ist, kann ich nicht wirklich sagen. Müsste ja eigentlich, obwohl das hier soll reaktiv sein. Ja, schauen wir mal. Irgendeiner ist wieder so schlau, schreibt in die Kommentare. Ich kenne euch. Dann haben wir die Panda-Beauftragte. Ist ein netter Skin, aber ihr wisst, ich stehe nicht so auf die Skin-Art.
für die etwas jüngeren Zuschauer oder für die Frauen unter euch, ja, auf jeden Fall. Also da denke ich schon, aber mein Geschmack ist es nicht so ganz. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir Toxischer Trooper. Da habe ich im Stream schon gesagt, den Skin habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Vielleicht hatte ich ihn schon mal mit im Shop-Video, aber so kommt er mir gerade total unbekannt vor. Und er ist überhaupt nicht mein Fall. Ich meine, ich weiß nicht, soll es ein Marsmensch darstellen? Also der auf Mission ist, auf dem Mars oder so. Aber mir gefällt der echt nicht. Weder in dieser grünen Variante noch in der gelben Variante. Aber wie immer, alles Geschmackssache. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Dann haben wir die Kaugummi-Bomberin drin. Ja, die mit ihrer wunderschönen Brille. Da muss ich auch sagen, der Skin gefällt mir leider auch nicht. Aber Geschmäcker. Ihr wisst es ja. Rückenaccessoire passt schon irgendwo, aber irgendwie kann auch der Skin mich nicht überzeugen. Also, ja, nee. So, dann haben wir aber noch neue Tarnung. Da gehen wir direkt mal so grob durch. Ich sage, auf der P90 sieht alles gut aus. Ich glaube, es gibt keine Tarnung, die da schlecht aussieht. So, Sniper sieht richtig nice aus. Pistole auch. Die sowieso. Da sieht er, im Prinzip sieht da alles gut drauf aus. Boot, ja, ich glaube, so, wenn ich so sagen würde, würde ich sagen und nochmal sagen, auf dem Boot sieht es echt am besten aus, finde ich jetzt. So, dann haben wir einmal noch die Drachenaxt. Ja, kann man sich zu Wukong natürlich dabei holen. Vor allem, es ist eine Season 2 Pickaxe, also wer darauf gewartet hat, ihr seht es hier oben links, Season 2. Und ihr wisst ja, ihr steht ja auch die ganze Zeit dick fett unten drin. Vergesst bitte nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, dann haben wir Raketen-Rodeo. Ich feiere dieses Emote so, ne? Damals schon. Was ich halt nur ein bisschen komisch finde, warum muss es Holo sein? Kann das nicht einfach eine normale Rakete sein? Das wird so nice aussehen. Eine stinknormale Rakete. Nein, sie muss Holo sein. So, dann kommt das Hüpflama noch hinzu. Ich hab's leider nicht. Aber ist halt schon nice. Also das Hüpflama ist echt nice. So. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem normalen Fortnite-Shop. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. In dem Sinne schon mal an alle, die jetzt nur wegen dem Shop da waren. Grüße gehen raus, euch noch einen schönen Tag. Jetzt gehen wir natürlich rüber zu Rettet die Welt noch, ihr kennt es. Es gibt nämlich heute auch wieder V-Bucks zu holen. Ist eine 88er Mission. Ich werde euch natürlich auch direkt zeigen, wo die ganze versteckt ist. Weil wir wissen ja, wir sind generell alle ein bisschen faul. Deshalb muss ich euch das ja leider, leider, leider wieder verraten. Denn wenn ihr V-Bucks habt, könnt ihr euch natürlich wieder ein bisschen mehr kaufen. Ist ja irgendwie immer so eine kleine Win-Win-Situation. So, das war hier die Liefer die Bombe ab Mission. Gibt einmal 40 V-Bucks. Mehr haben wir leider heute nicht an V-Bucks. Also auch nicht im Steinwald oder sonst wo, sondern es ist wirklich die einzigste V-Bucks-Aufgabe. So, dann gehen wir schnell hier rüber in den Shop. Die Lamas heute nicht so toll. Also alle beide nicht. Im Prinzip hätten die auch verschenken können. Also ich feiere die Lamas überhaupt nicht, alle beide nicht. So, dann haben wir aber was Neues in den Gegenständen, nämlich einmal die Kupferdrachenfaust, dann der Höhlenhacker ist wieder da, Höhlensprenger und genau, wir haben wieder einen neuen Helden, mythischen Helden, Wukong. Damit habe ich auch die Fähigkeit freigeschaltet, mit den Ninjas nicht nur zweimal springen zu können, sondern dreimal. Also das ist jetzt die Funktion, die ich noch hinzubekommen habe. Deshalb habe ich mir den halt auch gekauft. Ich kaufe mir jetzt eigentlich immer generell alle Helden. Und ihr seht unten an meinem Goldstand, ne, seht ihr nicht, weil der dicke Creator-Code drüber ist. 2200 Gold haben wir jetzt. Also ein bisschen Rette die Welt muss ich demnächst wieder spielen. Weil ihr seht ja selber, der hier hat 2,8 gekostet. Der auch 2,8. Der auch 2,8. Die Überlebenden kosten auch 700. Also hier rechts kann ich mir rein theoretisch noch nicht mal wirklich viel kaufen. Hier die muss ich mir natürlich sowieso rauskaufen. Aber wir müssen halt mal wieder gucken, dass wir ein bisschen mehr Rette die Welt machen.
Einfach, dass ich mal wieder ein bisschen mehr Gold habe. Ich glaube, mein Höchststand war 13.000 Gold. Aber das war auch da, wo ich zwei 12-Stunden-Streams rausgehauen habe. So, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht. Lamas habe ich schon im Stream geöffnet. Sorry für die, die es jetzt sehen wollten. Grüße gehen da schon mal raus an Schleuderaffe. Du wurdest heute schon vermisst. Einige haben sich gefreut, dass du nicht da warst. Da sie da wieder Punkte sammeln konnten und die ein bisschen auf die Pelle rücken konnten. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem kompletten Shop-Video, mit Rette die Welt. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.